Moin Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt auf meinem Kanal. Da ich natürlich mit meinen Videos immer so ein bisschen länger brauche als vielleicht der normale YouTuber, habe ich mir gedacht, dass ich mein größtes Hobby mit meinem zweitgrößten Hobby verbinde, sprich YouTube mit Gaming, was mein Kanal ja sowieso macht, aber wenn ich schon ein Spiel zocke, dann kann ich das ja auch gleich mit euch zusammen machen. Und deswegen dachte ich mir, um meinen Kanal vielleicht noch ein bisschen besser zu füllen, mache ich mal ein bisschen Gameplay-Video, schnack ein bisschen drüber, ein klassisches Let's Play. Und damit das halt auch ein bisschen was Frisches dem Let's Play an sich dazu bringt, habe ich mir gedacht, dass ich ein bisschen Spiele spiele, die man vielleicht sonst nicht so oft sieht. Ich hoffe zumindest. Und deswegen fange ich an mit Snatcher, einem Mega-CD-Klassiker von Hideo Kojima, eine Visual Novel oder ein Adventure eher, aus den, ich glaube, Ende der 80er. Und später dann aufs Mega-CD portiert oder auch auf die PlayStation und den Saturn. Fangen wir einfach mal an. Joypad only, ja. Ich glaube, man kann das Spiel auch mit der Pistole spielen für den Mega Drive, mit dem Mega-CD, aber den habe ich nicht. Also, Sound Mode Stereo, ja. Dann mal lose. Die Story und die Charaktere und die Events in diesem Spiel sind völlig frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten und so weiter. Na, ihr kennt den Spruch, ja, sind frei erfunden. Ich habe hier schon mal ein bisschen reingeguckt, um das ein bisschen einzustellen, die ganzen Sachen. Dementsprechend wird gleich relativ viel englischer Text kommen und kein Untertitel. Das, ich versuche es nachdem die Szenen waren, quasi so ein bisschen zusammenzufassen. Aber kann das halt nicht live übersetzen, damit ihr es auch hören könnt. Also hört euch das erstmal an. A mysterious explosion destroys the Chernobyl research facility near Moscow. Lucifer Alpha, a powerful biological weapon under secret development there, is released into the atmosphere, creating a deadly biohazard. Carried by the trade winds, Lucifer Alpha spreads throughout Eastern Europe and Eurasia, destroying 80% of the populace. Half of the world's people die. The greatest biohazard in history later becomes known simply as the catastrophe. But at this time, who could have possibly imagined that the ultimate biohazard wouldn't occur for another half century? 50 years later, mankind faces its greatest crisis, the appearance of a mysterious android life form. Its purpose and origin are unknown. Is it a new form of weapon? Or perhaps an invasion from some other world? They appear during winter, killing humans and infiltrating society by taking the place of their victims. Employing an artificial skin, they can sweat and even bleed. Part organic, part machine, they're almost impossible to distinguish from those they kill. As they steal their victims' bodies in order to take their place, these mysterious invaders become known as Snatchers. Ja, also, es gab halt zwei Ereignisse, die ja gerade vorgestellt worden sind. Unter anderem einmal, dass in ein russischen Energiewerk, glaube ich, eine Geheimwaffe wurde entwickelt der Russen. Dort kam es zu einer Explosion und Biowaffenstrahlung kam in die Atmosphäre und hat 80% der Menschheit ausgelöscht. Und 50 Jahre später sind Snatcher, also Androiden, biomenschenähnliche Androiden auf die Erde gekommen, die die Plätze von Menschen einnehmen und die dann halt auch so aussehen wie Menschen, so ein bisschen wie halt Blade Runner. Und ja, das ist halt so die Vorgeschichte zu diesem Spiel. Und ich glaube, jetzt geht's auch schon so ein bisschen weiter. Geile Mucke. Richtig schön. Anfang 90er, Ende 80er. Ja, okay. Vielleicht kommt auch jetzt eher erstmal so ein Intro mit dem ganzen Cast.
Ja, dann kann ich nochmal erzählen, ich habe das Spiel selbst auch noch nicht gespielt, deswegen bin ich auch sehr gespannt, weil es ist ja, soll relativ gut sein, hat auch einen ganz schön heftigen Preis, also irgendwie muss das ja auch gerechtfertigt sein und ich bin sehr gespannt. Dann war ich heute mal wieder auf dem Flohmarkt, mal gucken, ob ich das eventuell in eine Folge für das nächste Live-Video-Game-Hunting einbauen kann. Ein bisschen was habe ich gefilmt, aber wirklich doll was nicht. Ich habe auch nicht so dolle Sachen gekriegt. Aber ich habe was ganz Cooles gefunden, und zwar habe ich den Silent Hill 3 Soundtrack gefunden. Also was findet man ja auch nicht so oft, das fand ich ganz cool. Und dann habe ich, glaube ich, noch Mario Kart Double Dash für 7 €, das war auch ganz cool. Und der Rest war eher so, aber mal schauen, vielleicht seht ihr das auch irgendwann nochmal in einer späteren Live-Video-Game-Hunting-Folge. Ich dachte gerade, hier geht's jetzt weiter mit der Story, aber dem war noch nicht so. Ja, Hideo Kojima, hatte ich das erwähnt? Dass er das Spiel entwickelt, beziehungsweise ich glaube die Geschichte geschrieben hat für das Spiel. Sein erster Titel nach Metal Gear. Mal gespannt, ob man seinen Stil erkennt. Ich gehe mal sehr stark davon aus. Ich glaube eben schon alleine an den ganzen, an den Sprites, an den Terminator-ähnlichen Snatcher, den man da sah. Da hat sich wohl der Herr Kojima doch stark an Terminator bedient und die Story ähnelt ja auch so ein bisschen an Blade Runner. Und Kojima lässt sich ja gerne von Hollywood inspirieren, ne? Also Snake, ich glaube der basiert ja auch auf Snake Plissken aus... Oh, es geht weiter. Gillian, what is it? What's wrong? Jamie, I've become a junker. A junker? Gillian, but why? Jamie, you know why. It's the only way we can regain our lost memories. Snatcher is the only word that keeps coming back every time we try to remember our past. I have to face them to find out why. Yes, but I can sense that there is something terrible hidden in our past. And if we remember it, it will destroy us. Jamie! I'm going now. Jamie! What? I can't hear you! Nee, wir konnten ihn auch nicht hören. Gillian Seed, estimated age 31. 3 years ago, he and his wife, Jamie Seed, are taken into protective custody in the Siberian Neutral Zone by the 17th Siberian Investigative Force. Both Gillian and Jamie suffer from severe amnesia, their memories of events prior to being picked up in Siberia lost in a mysterious mental fog. 2 years ago, after a vain attempt to rebuild their marriage, Jamie and Gillian separate. Following extensive special military training, Gillian is ordered to report to Neo Kobe City as a junker, effective today. Okay, ich glaube, das war jetzt alles an Exposition. Also, das war meine Frau und wir hatten wohl Gedächtnisverlust und können uns an nichts mehr erinnern, was vor 3 Jahren passiert ist, außer dass irgendwie Snatcher damit was zu tun haben. Und wir sind jetzt ein Junker. Ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, sind Junker quasi die, die Snatcher jagen und ausfindig machen. Akt 1, Snatch. Ja, und wir haben uns von unserer Frau scheiden lassen und fangen jetzt hier bei den Junker Headquarter an. Willkommen im Junker Headquarters. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragt uns Mika. Ja, klassische Oldschool-Konsolen-Adventure-Steuerung, ne? Wir haben hier so ein paar Auswahlpunkte und können einfach mal gucken. Also, gucken wir uns mal ein bisschen um. Auf den Operator, das ist die Mika, ne? Sie ist eine wundervolle orientalische Frau. Was können wir noch angucken? Das Poster? Das ist nur ein Junker-Rekrutierungsanzeige, eine Anzeige. Ja, denn der Tresen, Fronttresen, es ist eine dieser Pod-Typ
Empfangseinheiten, wo der Operator hinter einer geschildert ist, in einer Schildkapsel quasi. Außerdem haben sie ziemlich heftigen Bewachungspersonal hier. Das könnte doch ein Platz sein, der gefährlicher ist, als ich dachte. Dann gucken wir uns mal die Kamera an. Sieht aus wie eine Security-Kamera. Was können wir noch machen? Was habe ich gedrückt? Ich habe es gar nicht gesehen. Vielleicht sollte ich einfach mal Hi winken. Was habe ich gemacht? Look at door. Okay. Dann jetzt uns mal die ganze Area angucken. Das sieht aus wie die Lobby vom Junker Hauptquartier. Und sie haben eine ziemlich enge Überwachung hier. Okay, dann werden wir mal ein paar Sachen untersuchen. Ja, dann können wir ja mal Mika selbst untersuchen. Okay, das bringt gar nichts. Sie ist hinter einem Schild, hinter einer Glaswand, ne? Ja. Das Investigate heißt wohl wirklich dann auch, also untersuchen im Sinne von physischer Arbeit, oder? Wenn diese Schutzwand einen davon abhält. Poster. Ja, sieht aus wie eine Regierungsanzeige. Und sie müssen wirklich Leute suchen. Scheint denn wohl dir ausgegangen zu sein. Mit was für einer Organisation... zu welcher Organisation gehörten Sie, Sir? Fragt uns Mika. Können wir antworten? Frontfort. Das Glas ist hitzesicher und schockresistent, also blitzsicher. Es ist extra dafür hergestellt worden, um den Angriffen von Snatchern entgegenzustehen. Also sie abzuhalten. Okay, was können wir noch machen? Wiederholt sich das jetzt alles? Ja, es sieht so aus, als würden sie das Büro überwachen. Okay, bevor ich jetzt alles nochmal mache, gehen wir einfach mal rein, ne? Oh, sorry, ich glaube, sie können nicht da rein. I'm a friend. Nur Junker-Personal ist in dem Hauptquartier erlaubt. Okay, blöd. Oh, jetzt können wir mit ihr reden. Dann reden wir doch mal mit ihr. I'm Gillian Seed. I've been assigned to Junker Headquarters effective today. Oh, you're Mr. Seed. Please forgive me. My name is Mika Slayton. I'm the administrative assistant and operator here at Junker Headquarters. Very pleased to meet you. Ja, wir haben uns kurz vorgestellt, dass wir jetzt dem Junker Headquarters zugewiesen sind und sie hat sich auch vorgestellt und dann können wir mit ihr mal reden, ne? Ja, das haben wir eben schon gesagt. Ja, also wie sie halt auch schon sagt, ne? Dann fragen wir sie mal über Junkers generell. Können Sie mir ein bisschen über die Operationen der Junker erzählen? Also Junkers sind eine Spezialeinheit, die zusammengestellt werden, um anzukämpfen gegen die Snatcher-Bedrohung. Bioroid, also Bio-Android, würde man vielleicht eher sagen, ne? Naja. Es wird überwacht von einer Regierungsgeheim-Agency quasi. Was können wir noch fragen? Neokobe, das ist die Stadt, in der wir sind. Das stand am Anfang dort. Dies ist mein erstes Mal in dieser Stadt. Oh, sie werden sich gleich dran gewöhnen. Es ist hier... Alle sind hier sehr willkommen. Es gibt hier so viele ethnische Gruppen und so viele verschiedene Leute hier. Es ist Japan, aber es ist auch nicht Japan, wenn sie wissen, was ich meine. Ja, gut, das haben wir verstanden. Und dann fragen wir über Mika. Erzählen Sie mir ein bisschen über sich. Über mich? Ist das nicht ein bisschen direkt, Mr. Seed? Na, dann lassen Sie mich erstmal von mir erzählen. Vielleicht können Sie denn ja was von sich erzählen. Ich merke schon, Sie sind sehr smooth mit den Ladies. Sie haben es so ein bisschen hinter den Ohren. Ask, okay, das haben wir schon alles gemacht. Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis, Mr. Seed. Gerade wenn es darum geht, attraktive Männer wie Sie. Wenn es um die Besorgnis attraktiver Männer wie Sie geht. Okay, wir gehen jetzt einfach mal rein. Mr. Seed? Gillian's fine, and you can call me Gillian, Mika.
Okay, Gillian. I'll open the main door and show you around headquarters. Okay, sie gibt uns eine Tour. Achso. Ja, was soll ich Ihnen zuerst zeigen? Shooting Range, natürlich. Na, wir gehen erstmal zum Ballern. Oh, that's right. The chief told me to bring you down as soon as you showed up. Oh, the chief. Schade. Yes, our big boss here at Junker Headquarters. That's his office right over there. Ja, dann müssen wir aber erstmal zum Chef, ne? Chief Cunningham, Gillian Seed is here. I brought him in as you requested. Thanks for coming, Seed. I'm Benson Cunningham, the chief of Junker Operations. Gillian Seed, I've been transferred here from the 17th Special Forces Division. I've heard all about your special training in the military, Seed. I hope you'll put it to good use on your new assignment here. By the way, I understand you're suffering from amnesia. Any sign yet that your memory's coming back? I'm afraid not. I still can't remember a thing from before the Army picked me up 3 years ago. You're married, aren't you? Yes, but we're separated now. She has amnesia as well, and without any memories between the two of us, I'm afraid there was very little to base a good relationship on. I can see your point there. Okay, das ist halt der Chief Cunningham. Wir haben kurz uns ausgetauscht, dass wir halt versetzt worden hier sind, hierher sind, und er freut sich, dass wir so ein schönes Militärtraining gemacht haben. Hat auch gleich komischerweise nachgefragt, ob wir wirklich Amnesie hatten, also dass wir uns an nichts mehr erinnern können. Und Mika hat sich gleich auch mal dafür interessiert, ob wir denn verheiratet sind. So, ich glaube, wir sind jetzt gut bei einer Viertelstunde, sodass ich jetzt erstmal den ersten Teil hier abbreche. Und ich hoffe, euch hat dieses Format so ein bisschen gefallen. Es ist ja noch nichts Neues, es ist ein ganz normales Let's Play-Format. Ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat, mir ein bisschen zuzuhören. Und wir sehen uns gleich in der zweiten Folge wieder. Bis gleich, tschüss!